Hi, ich bin Ricardo und ich habe heute die neue DJI Mini 3 Pro mitgebracht, zusammen mit dem neuen Smart Controller. Der hat ein Display, wie man hier sehen kann. Das bedeutet, dass ich nicht mein Smartphone zücken muss, sondern auf der Fernbedienung auch gleich sehen kann, was meine Drohne filmt. Das ist eine mega kleine Drohne und vor allem auch richtig leicht. Die hat 249 Gramm und das bedeutet, dass ich sie fliegen kann ohne einen Drohnenflugkursus. Finde ich persönlich ziemlich cool. Was auch noch neu ist, ist der Gimbal, denn der kann sich um 90 Grad drehen für den True Vertical Modus, so wie DJI das selber nennt. Und damit kann ich dann direkt Videos oder Fotos im Hochformat aufnehmen, perfekt für TikTok oder Instagram Stories. Auch wenn es eine mega leichte Drohne ist und vor allem auch klein, filmt sie 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hier sind ein paar Bilder. Okay, die Bilder sahen doch schon mal ziemlich gut aus und Qualität spielt natürlich eine Rolle. Darum finde ich es ganz cool, dass das aus einer Drohne kommt, die nur 249 Gramm wiegt und generell auch echt richtig, richtig klein ist. Was mir gefallen hat, ist, dass ich sie bestellen kann, auspacken kann, registriere und dann sofort losfliegen kann. Denn dadurch, dass sie unter 250 Gramm wiegt, brauche ich dafür keinen Drohnenflugkursus. Ich kann also direkt loslegen. Ein weiterer Vorteil des geringen Gewichts ist natürlich auch die Flugzeit. Und da war ich ein bisschen überrascht, denn es ist eine kleine Drohne mit einem kleinen Akku, aber trotzdem konnte ich 20 Minuten fliegen. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht so lange, aber auf den Bildern, die du gerade gesehen hast, da war es schon echt richtig windig, fast schon am Stürmen, würde ich behaupten. Und da finde ich 20 Minuten doch eigentlich schon für so eine kleine Drohne ganz schön was. DJI klimmt selber übrigens 34 Minuten. Ich glaube, an einem sonnigen Tag mit nicht ganz so viel Wind, ja, liegt man irgendwo zwischen den 20 und 30 Minuten. Da denkst du dir jetzt, nee, das ist mir noch nicht genug an Flugzeit, dann kannst du dich zum Beispiel auch für die Fly More Combo oder das Fly More Kit entscheiden. Bei dem Fly More Kit bekommst du dann unter anderem noch Ersatzpropeller, aber eben auch zwei extra Akkus. Die Funktion, die DJI Mini 3 Pro so besonders macht und vor allem auch unterscheidet von allen anderen DJI-Drohnen, ist True Vertical Shooting und das bedeutet, dass ich mit einem Knopfdruck den Gimbal um 90 Grad drehen kann und so direkt Videos und Fotos im Hochformat aufnehme. Perfekt echt für TikTok oder Instagram, da wo ja sowieso alles hochkant gepostet wird. Also vor allem für Content Creators ist das schon echt richtig nice. Dazu muss ich sagen, dass natürlich deshalb auch die Qualität des Bildes nicht nachlässt. Wenn man sich mal so ein Querformat von einer normalen Drohne zum Beispiel vorstellt und man möchte das auf Instagram oder TikTok posten, ja, dann muss man eigentlich das Bild, was man hat, croppen, dass es passt für Instagram oder TikTok. Und da verliert man natürlich schon richtig viel Bildinformation. Bei der DJI Mini 3 Pro ist das eben nicht so, denn ich kann direkt im Hochformat filmen. Die Auflösung beträgt übrigens 4K HDR mit 60 Bildern pro Sekunde für echt richtig smoothe Videoaufnahmen, die du auch noch ein kleines bisschen verzögern kannst. Wenn dir das noch nicht genug ist, dann kannst du auch Full HD Slow-Mos aufnehmen mit 120 Bildern pro Sekunde. Es gibt übrigens noch andere hilfreiche Features, sowie Timelapse-Aufnahmen, Quickshots und Mastershots. Und Mastershots ist vor allem für Anfänger und Anfängerinnen geeignet. Du wählst dann einfach dein Motiv aus und die DJI Mini 3 Pro fliegt eigentlich von selber und schneidet dir so ein cooles Video zusammen. Finde ich echt ziemlich praktisch. Was ich auch ziemlich praktisch finde, ist der neue Smart Controller mit Display. Dieser neue Smart Controller ist nämlich um einiges günstiger als das Vorgängermodell und ich muss sagen, es macht wirklich richtig Spaß, damit zu fliegen. Der Bildschirm ist groß, hell und vor allem auch scharf und man braucht halt eben kein Smartphone mehr, um mit der Drohne fliegen zu können. Was du unbedingt vor dem Kauf beachten solltest, ist, dass bei dem kleinsten Paket, was du von der DJI Mini 3 Pro kaufen kannst, kein mitgelieferter Controller mehr beinhaltet ist. Klingt natürlich erstmal komisch, liegt aber daran, dass viele vielleicht schon eine Drone zu Hause haben und dann eben auch einen alten Controller und den kann man auch mega easy an die neue Drohne koppeln. Fängst du gerade erst an und hast noch keinen Controller zu Hause, entscheide dich dann auf jeden Fall für ein Paket, das entweder den Smart Controller oder den normalen Controller beinhaltet, den du dann noch mit deinem Smartphone koppeln musst. Was mir übrigens aufgefallen ist bei dem Smart Controller, ist die Meldung Recommended Fly Zones und die zeigen mir eigentlich an auf einer Karte, wo ich fliegen und wo ich nicht fliegen darf. Ich würde aber trotzdem raten, immer noch die Webseite der deutschen Flugsicherung hinzuzuziehen, sodass du auf der sicheren Seite bist. So, das war's auch schon wieder von meinem ersten Eindruck der DJI Mini 3 Pro. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dir haben vor allem auch die Bilder aus der Luft gefallen.
Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter damit fliegen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!